Ach ja, hab ich deine Lust drauf. Und Glück auf, Bonsai-Kumpels, Sternchen in. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Bonsai-Vlog. Was vloggen wir heute? Den nächsten, nennen wir es mal Yamadori, war ja mal Yamadori. Ja, und so langsam wächst mir die Sache so ein bisschen über den Kopf, würde ich sagen. Ich muss schon von meinem Stuhl aufstehen. Ich habe schon lange kein Intro mehr im Stehen gemacht. Im Sitzen hat man immer so eine ruhige Art zu reden. Aber im Sitzen wächst mir die Sache irgendwie so ein bisschen so im Kopf. Und da ich doch noch der Größere hier sein wollte, habe ich gedacht, ich stelle mich mal hin. Ja, was haben wir hier? Wieder eine Hainbuche. Kennt ihr alle? Mittlerweile unter dem Namen Dicker Onkel bekannt. Das war das Teil, wo ich letztes Jahr diesen Blitzeinschlag hier interpretiert habe, quasi. Oder das ist meine Interpretation eines Blitzeinschlages, wo das Oberteil des Baums abgebrochen ist. Das war ja die Idee. Hat eine kontroverse Diskussion ausgelöst, dieser Baum, gerade mit diesem geraden Seitenarm hier, der vielen in der Gesamtbetrachtung so ein bisschen ein Dorn im Auge war, um das mal so zu sagen. Ja, was habe ich jetzt vor? Der soll erstmal aus der Kiste raus, soll auch in einen meiner modernen großen Teichtöpfe, also so ein Brötchenkorb oder wie die heißen, hier ein bisschen umgebaut sind, wie ihr letzte Woche hoffentlich schon bei Pocket Rocket gesehen habt. Ja, und ich werde den, also hier gehe ich auch davon aus, den habe ich auch mit diesem Lehm quasi um den Wurzelbund oder um das Nebari hier eingesetzt und davon will ich jetzt erstmal befreien. Und hoffe, dass sich ein einigermaßen gutes Nebari hier zeigt. Ich sag mal, Pocket Rocket hatte ja oben mehrere schöne kleine Feinwurzeln in einer Höhe und hatte unten so eine Verwucherung, die mega schwer war wegzuarbeiten. Weil das Problem ist, wenn ich den Baum raus habe und habe den lose, dann kann man kaum noch sägen, weil der Baum sich andauernd bewegt. Kettensäge wäre das Ähnliche, dann müsste einer einen Baum ihm fixieren, einer könnte sägen, aber dann sägt man auch in das restliche Wurzelwerk rein. Macht eine tierische Sauerei, das kommt auch noch dazu. Fräse in der Form habe ich noch nicht, da muss ich noch auf die YouTube-Millionen warten. Nein, aber ich werde mir definitiv eine Fräse jetzt demnächst auch anschaffen, um das Wurzelwerk hier besser zu bearbeiten und bei anderen Bäumen auch hier und da so Eingriffsmaßnahmen erstmal im Baum machen zu können. Vernünftig, weil es geht nicht so ein gutes Werkzeug. Ja, und ich hatte ja so eine oszillierende Säge beim letzten Mal genommen, um das Wurzelwerk wegzuarbeiten, was sich auch als relativ gutes Werkzeug dafür herausgestellt hatte, fand ich zumindest. Aber um es mal so als kleiner Disclaimer zu sagen, ich glaube, Pocket Rocket hat 6 bis 8 Stunden gedauert, also die gesamte Wurzelbearbeitung, bis das Ding mal in dem Korb stand. Das Einsetzen nachher war ein Scherz, aber das Freilegen der Wurzeln und das Wegfräsen, Katastrophe. Hat ewig lang gedauert. Klar, zwischendurch auch mal eine halbe Stunde einen Kaffee getrunken und so, aber deshalb graut es mir schon wieder hier vor, das überhaupt zu machen. Ist der vorletzte Baum. Als allerletztes kommt dann noch was anderes. Das werde ich aber, wie gesagt, alle sehen. Und deshalb würde ich jetzt auch sagen, wenn ich den jetzt gleich wieder rausnehme, dann geht das alles für euch im Timelapse. Dann kann ich mir auch das Radio anmachen, schön GEZ befreit, hier, oder GEMA befreit, und kann ein bisschen Musik dabei hören, kann in Ruhe arbeiten und ja, dann kriegt ihr das wie gesagt im Timelapse, weil das ist nur Meter machen, das ist ganz grobes und stupides Arbeiten. Ich denke, das wird sowieso keinen großartig interessieren und dann müssen wir einfach mal gucken, weil ich muss hier selber gucken und was mir jetzt gerade nochmal einfällt ist, ihr seht ja auch, so ist die gedachte Voransicht. Und die Kiste steht so komisch längs. Wäre natürlich schöner, wenn der jetzt in den Korb soll, ist die Idee, dass der Korb natürlich hier so um die Ecke geht. Jetzt habe ich mich gefragt, warum steht der denn so hier drin? Ich meine, das wird sich gleich zeigen, aber ich hoffe nicht, dass hier noch so eine lange Wurzel ist. Also vielleicht wird doch einiges fallen müssen, damit der überhaupt irgendwie in meinem modernen Teichkorb platziert werden kann, aber das weiß ich noch nicht. Ich hoffe es mal nicht. Wenn nicht, dann arbeite ich ihn einfach dahin. Weil der muss ja auf kurzer Lang sowieso, soll ja auch in eine wahrscheinlich ovale Tonschale oder Bonsaischale besser gesagt. Und da das dann die Voransicht werden soll, will ich den jetzt auch so kultivieren, dass der jetzt nochmal in den Teichtopf 1 oder 2 Jahre ordentlich Wurzeln machen kann. Und wie gesagt, wenn dann die YouTube-Millionen da sind und schon die Fräse angeschafft, dann kann ich mir auch mal so große Schalen gönnen. Wie gesagt, eine vernünftige Schale für so einen Baum liegt irgendwo zwischen 200-300 €, was ich jetzt so gesehen habe. Also wenn er eine Schale kriegt, soll er eine vernünftige, eine schicke, gute Schale kriegen, wo er dann auch, ich sage jetzt mal, 10 Jahre dann steht. Und die liegen irgendwo so bei 200-300 €. Und ich habe 3 so eine Bäume, die in so eine Schale müssten. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Was das heißt? Das heißt noch viele Jahre YouTube, bis der Baum eine vernünftige Schale kriegt. Nein, das heißt natürlich nicht, aber das sind halt immer alles so Sachen, das gehen wir Stück für Stück an.
Also ich baue mal die Kamera um, hole euch ein bisschen näher ran, fahre euch jetzt ein bisschen Timelapse und wir machen dann nachher nochmal eine Nachbesprechung, was sich hierbei so ergeben hat. Also bis später mal.
Ja, was ein gegensätzlicher Baum, oder? Keine Ahnung, irgendwie, gerade auch wieder so beim Arbeiten, dann guckt man so von da drauf, dann guckt man so von da drauf, denkt, boah, geiler Baum. Dann gucke ich wieder aus dem anderen Winkel drauf und denke mir, ja doch, irgendwie dieser Ast stört. Haben ja auch viele geschrieben jetzt beim letzten Video. Andererseits denke ich mir gerade, diese gerade Linie, die bringt hier so eine unsymmetrische Art rein. Also wir haben hier dieses sag ich jetzt mal, ein bisschen unordentliche, verwundete Teil des Stammes. Und dann haben wir hier dieses schön allglatte und gerade Stück des Stammes, was so ein bisschen so einen Kontrast ergibt irgendwie. Ich hatte auch verschiedene Überlegungen. Also die erste Überlegung war eigentlich, den hier abzuschneiden. Das würde ich ja, wenn, dann erst nächstes Frühjahr machen, weil der soll jetzt doch ein bisschen Laub da behalten. Die andere Überlegung war, das so zu lassen und alle Äste, die hier rauskommen, wirklich mal so komplett gerade zu drahten, dass die wirklich spießgerade, auch der hier hinten jetzt zum Beispiel ein bisschen schiefer ist, dass hier alles so richtig gerade zu drahten, dass das so ein richtig schön strichgerade-mäßiger Baum nach Strich und Faden, das wollte ich sagen, wird. Und das hier eher so dieser unrunde und etwas wuchigere Teil. Und dass das dann so im abstrakten Gegenklang in einem Baum so steht. Irgendwie so. Das war so mal meine Kernidee. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Also ich kann ja mal einer reinschreiben, was ihr davon haltet. Wäre vielleicht ganz interessant. Wäre vielleicht auch witzig, hier ein Vogelhäuschen drauf zu machen, was ihr da schrieb. Auch eine coole Idee, aber ja, dann picken die mir nachher hier überall drin rum, die Vögel. Die können ruhig ein bisschen weiter weg sein. Das ist auch schon ganz in Ordnung. Ja, oder er fällt ab ganz, weil wir hier unterm Stamm, ich weiß nicht, ob ihr es bei der Nebari-Ausarbeitung gesehen habt, dass hier so ein Gap ist und dann es wieder runter geht zum Wurzelfuß sozusagen. Und wer weiß, ob das mal richtig zuzieht und wie das aussehen würde, wenn ich den Ast lasse, wenn ich den in 2 Jahren auf jeden Fall höher ziehen werde. Und das müssen wir dann sehen. Ja, und hier vorne, also wenn der Ast bleibt, dann muss der hier, der muss eigentlich so oder so weg. Aber gerade wenn der bleibt, muss der hier weg, um dem ein bisschen mehr Raum zu lassen. Der deckt das eventuell noch so ein bisschen ab. Mal gucken, wo so die neue Spitze hingeht. Das würde ich aber eher kompakt hier halten. Ja, müssen wir gucken wegen dem Volumen. Ansonsten war ich gerade schon drauf und dran, hier den hinteren, den mindestens abzuschneiden und den hier auch irgendwie fallen zu lassen. Also wollen wir erstmal gucken, noch mal, wie sich jetzt über das Jahr nochmal so ein bisschen hier der Blitzeinschlag sozusagen entwickelt. Weil man sieht ja auf jeden Fall noch so die Marken von meinem Cutter und vom Stecheisen, ein bisschen, dass man da mechanisch eingewirkt hat. Das versuche ich im nächsten Frühjahr, wenn das jetzt nochmal ein bisschen nachgammeln kann und ein bisschen moderer wird oder morscher, genau, das war das Wort, was ich suchte, wenn das ein bisschen morscher wird, dass man das vielleicht ein bisschen grober rausbrechen kann, dass das wirklich nach einem natürlichen Bruch aussieht. Das wirkt mir noch so ein bisschen zu künstlich. Aber wir haben eine schöne Kallusentwicklung, gerade hier so am Rand. Das wuchert so ein bisschen ran, wird natürlich nie zuwuchern, soll es auch nicht. Und im nächsten Jahr vielleicht noch ein bisschen so ein kleines Gelb. Genauso wie hier unten, wo man einmal dieses coole Astauge sieht, was ich jetzt auch bewusst nicht sauber geschnitten habe, weil hier so dieser trockene, alte, verfranzte Rest von dem Ast sozusagen noch steht. Und nach unten haben wir ja sozusagen so eine coole, also diesen typischen Schlitz, der geht bis unten aus Nebarien, dann hört er da auch auf. Und hier drin ist auch schon so ein bisschen trocken. Vielleicht wird der Stamm sogar mal unten so nach innen so richtig hohl. Sieht man ja auch mal wieder bei manchen Bäumen so in der freien Natur. Jetzt habe ich mich hier eingesaugt mit der Wundheilpaste, ja. Ja, und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Also so ein bisschen so ein widersprüchlicher Baum. Irgendwie finde ich ihn mega geil, aber irgendwie sehe ich auch die Probleme hier drin, den mal richtig schön zu machen, je nachdem, was für mich dann schön ist. Das ist, ja, irgendwie hat der Baum mich so ein bisschen in Widersprüche gebracht. Aber ich ziehe jetzt einfach erstmal durch. Ich denke mal, der wird auch ganz gut ankommen. Wir gucken mal nächstes Jahr dann, ob man schon den Effekt sieht, also wie die Wurzeln hier durchgewachsen sind, ob das wie so ein Teichkorb-Effekt ist, dass die hier richtig schön absterben. Und ich sage jetzt mal, an der Summe der toten Wurzelspitzen, die man hier sieht, dann sieht man ja auch, wie sich das Wurzelwachstum so etabliert. Weil das mit dem Lehm, was hier vorher dran war, das war ja nichts. Das hätte ich eigentlich hätte ich das als allererstes machen sollen, schon vor 3 Jahren. Als ich den in die Holzkisten gesetzt habe, hätte ich direkt diesen Lehm um den Wurzelfuß komplett entfernen sollen. Also mindestens den Lehm einmal weg, damit er da bessere Wurzeln macht. Und diesen herben Eingriff, dass man am Nebari unten so viel wegnimmt und so, das hätte ich dann einfach genauso auch heute erst gemacht. Aber er wird es überleben, denke ich mal. Die können ja einiges und das werden wir uns angucken. Wenn ihr euch das auch angucken wollt, dann schaltet doch einfach nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt My Trees and the Pot. Das war es zumindest mit dem dicken Onkel und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Patrick. Und wieder mal Halt, Stopp. Nicht abschalten. Ihr habt gerade
denke ich mal, gesehen, wie ich den hier in den Teich pflanze, oder in diesen, nicht Teichkorb, aber in meinen selbstgebauten Teichkorb sozusagen gepflanzt habe. Ich habe ihm ziemlich viel Wurzeln genommen und ich denke, da ist auch das Problem. Wir haben jetzt Mitte Juli und wir haben so gut wie gar keinen Austrieb. Also der hat auch sehr langsam angefangen. Hier sind so ein paar Stellen, wo er jetzt ein bisschen anfängt zu arbeiten, aber das ist für Mitte Juli ist das viel, viel zu wenig. Und ich habe große Sorge, dass mir dieser Baum eingeht. Große, große Sorge. Er ist aber auch noch nicht gedüngt. Und ja, dieses Düngen und was ich jetzt mit dem Baum vorhabe, das werde ich jetzt in einem neuen Video anfangen. Ich wollte euch den Baum eigentlich nur noch mal eben dem Grün zeigen. Ja, so viel Grün ist ja nicht dran. Und wie gesagt, ich habe echt Sorge, weil das ist einer meiner Lieblingsjemadoris und er krepelt gerade so ein bisschen rum. Also der dicke Onkel, der war mal besser drauf. Also gerade bevor ich den umgetopft habe, war der richtig gut drauf. Ich habe ja noch Pocket Rocket. Pocket Rocket sprießt so hinaus, also muss ich schon kräftig zurückschneiden. Habe ich auch kräftig gedüngt, also jetzt gerade kurz vorher. Da kann ich das aus erster Hand sagen, dass der auf jeden Fall besser angekommen ist. Aber bei dem mache ich mir tierische Sorgen. Viele Triebe, die hier komplett tot sind, der ist tot, der ist tot. Hier, das ist tot. Hier sind sehr viele tote Triebe dran. Hier hinten ist noch einer tot. Der kleine Trieb hier an der Seite, der ist komplett tot. Spinnenweben, was auch immer die da suchen. Ich habe echt keine Ahnung, ob wir den irgendwie durchkriegen. Ich denke, den harten Winter hat er eigentlich gut durchgemacht, aber ich denke, das größte Problem liegt hier jetzt primär darin, durch diesen harten Wurzelrückschnitt, dass er das nicht so gut mitgemacht hat, lassen wir sozusagen. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, weil das ist mit einer meiner Lieblingsjemadore, darum muss man doch schon so sagen. Ja, deshalb wollen wir mal einfach gucken. Ich fange ab jetzt, also wenn ich jetzt gleich ausmache, fange ich direkt ein neues Video an, in der Hoffnung, ihn durch den Sommer zu kriegen, durch den Winter und dann mal, wenn er im nächsten Frühjahr neu austreibt, irgendwann dann werde ich euch, oder wenn er auch nicht austreibt, das Video präsentieren, entweder Fail oder Win. Also eins dieser beiden Sachen wird uns übrig bleiben. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, außer dass, wenn euch dieses Video gefallen hat, schaltet nächste Woche Sonntag wieder ein, wenn es wieder heißt My Trees in the Pot oder Totholz im Teichtopf. Das war's mit mir, euer Patrick. Bis Sonntag. Ciao.